Haute Couture aus Paris. Alta Moda aus Milano. Fashion Made in London. Ja, doch die interessantesten Ideen kommen aus Hamburgs Karo-Viertel, wo Mode auf der Straße hängt. Viele kleine Ateliers, dicht an dicht. Mittendrin Anna Fuchs. Ihre limitierten Editionen kennt man mittlerweile auch in New York. Ihr Stil ist cool. Und zugleich feminin. Sinnlich, schnörkellos, im Preis zwischen 100 und 500 Euro. In Anna Fuchs Laden kommen Kundinnen jeden Alters. Wer annimmt, dass eine Designerin ihre Ideen aus Modezeitschriften holt, liegt falsch. Anna Fuchs liest lieber Krimis. Und vor allem Bücher über den Film Noir. Film Noir ist ja eigentlich ein Lebensgefühl. Eine Stimmung, eine Art, etwas zu erzählen. Das kann man durch Worte, das kann man durch Bilder, das kann man ja, sicherlich auch durch Mode darstellen. Ihre Muse ist Lauren Bacall. Die herbe Schönheit, die den Filmen von Krimi-Regisseur Howard Hawks besonderen Glanz verlieh. Kino inspiriert. Anna Fuchs zu petrolgrünen Kleidern. Zu eleganten Schnitten im Stil der 40er Jahre. Und zu hautengen Overalls. Prêt-à-porter, wofür es aus New York jetzt vielleicht den Rising Star Award gibt. Ich denke, das wird mir Türen öffnen, auf jeden Fall. Und darauf warte ich auch, weil diese Art, wie ich arbeite, das ist schon sehr aufreibend. Und es ist leider viel zu wenig Zeit, da ich ja alles alleine mache, mich wirklich um das Wesentliche, nämlich Design und Produktentwicklung zu kümmern. Also ich würde mich schon freuen über einen kleinen Schub. Egal, ob sie bei der Endausscheidung in New York dabei ist. Bei der amerikanischen Vogue und Elizabeth Arden spricht man schon über ihr Talent.